Ja, Instagram launcht einen tollen neuen Story-Sticker für mehr Interaktion mit der Zielgruppe und Google kündigt was ganz, ganz Wesentliches zum Thema Core Web Vitals an. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt in circa 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen. Es gab eine Verlosung. Zu gewinnen gab es das Buch Success von Maurice Angres. Sehr cooles Buch, wo ich auch einen kleinen Teil zu beitragen durfte. Gewonnen hat das die Debbie Bär für ihren Kommentar bei YouTube. Also Debbie, du hast gewonnen. Glückwunsch, yay! Schick mir eine DM, dann bekommst du das Buch direkt zugeschickt. Wenn dir solche wesentlichen, wichtigen News jede Woche gefallen, wenn du das brauchst, um auf dem Laufenden zu bleiben, dann lass gerne jetzt ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns gleich mit der ersten News wieder. Wir legen los mit der ersten News. Es gibt einen neuen Sticker für die Stories bei Instagram. Da ist ja gerade Instagram sehr, sehr stark dabei, neue Funktionen hinzuzufügen. Und der neueste ist jetzt der Du bist dran Sticker, ein Interaktionssticker. Das heißt, du kannst eine Story machen und dann im Sticker andere auffordern, darauf zu antworten. Also wie ähnlich wie die React-Funktion bei TikTok hast du jetzt hier einen Sticker bei Instagram. Und da können andere eben eine eigene Story erstellen zu deiner Story, die dann auch als normale Story gepostet wird und einen Rücklink zu deiner Originalstory enthält. Also sehr, sehr cool, wenn ihr mehr mit euren Zielgruppen ins Gespräch kommen wollt, mehr Interaktion erzeugen wollt, nutzt mal jetzt den Du bist dran Sticker bei Instagram. Google hat sich geäußert zu einem wichtigen Punkt. Bisher galten ja die Core Web Vitals oder die gesamte Page Experience, wo ja Core Web Vitals nur ein Teil davon sind, nur für Mobile Ranking. Das wird sich ändern. Ab Februar 2022 soll die ganze Page Experience auch ein Desktop-Ranking-Faktor werden. Also die bisherigen Faktoren, sowas wie SSL-Verschlüsselung oder auch Safe Browsing, also ob du gehackt bist oder nicht, oder ob störende Werbung alles überlagert. Solche Faktoren werden zukünftig auch desktop-mäßig relevant werden und eben die Core Web Vitals, die drei eben auch. Eine Ausnahme gibt es logischerweise, der Faktor Mobile Friendliness wird nicht am Desktop relevant sein, klar, aber die anderen 6 Page Experience Faktoren, die gibt es ab Februar wohl auch am Desktop. Eine gute News, wenn ihr Instagram-Postings bei Twitter teilen wollt, die Twitter- oder Instagram-Preview-Cards sind zurück. Das heißt, wenn du jetzt einen Instagram-Post teilst, dann wird direkt eine Vorschau angezeigt des Creatives, des Visuals und auch ein kleiner Text aus der Beschreibung. Das gab es früher schon mal, bis 2012, wurde dann abgeschafft, sodass du nur noch einen Link bekommst bei Twitter zum Instagram-Post, was eben nicht sehr ansprechend aussieht. Und deswegen haben auch viele eben nicht mehr Instagram-Posts bei Twitter geteilt. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt, wo es wieder ansprechender, schöner aussieht, auch attraktiver, klickstärker aussieht, werden wohl wieder mehr Leute cross-posten und so auch wieder mehr Reichweite für ihre Instagram-Postings erzeugen. Also eine neue Cross-Posting-Funktion zwischen Twitter und Instagram. YouTube hat den YouTube Shorts Report veröffentlicht, den aktuellsten, und gibt darin Tipps für die Nutzung der Shorts, dieser Kurzvideos bei YouTube. Wir haben gesagt, dass jeden Tag 6,5 Millionen Shorts-Views passieren, also doch sehr, sehr viel, sehr, sehr große Reichweite, sehr viel Engagement da. Auch die Anzahl der Shorts-Creator hat sich extrem vergrößert, in einem Jahr mehr als verdoppelt, also offenbar ein sehr erfolgreiches Format. Die Tipps sind zum Beispiel, dass man mehrmals täglich am Anfang vor allen Dingen Shorts veröffentlichen soll und dann eine eigene Frequenz finden soll, die man aber auch dann durchhält. Also lieber regelmäßig in einer gleichbleibenden Frequenz als gelegentlich mal vielen, damit dann eine ganze Weile lang nichts mehr, das wäre nicht so ideal. Auch die ersten 3 Sekunden in so einem Short sind sehr, sehr wichtig, also komm direkt zum Punkt, langwierige Einleitung oder sowas sind dann nicht gewünscht, direkt zum Punkt kommen und eben viel, viel testen, um die beste Strategie zu finden, auch was Audio angeht, Audio-Lautstärke und so weiter, soll man ein bisschen austesten. Also wenn ihr da mehr Tipps braucht für YouTube Shorts, guckt euch gerne mal den YouTube Shorts Report an. Google hat sich noch geäußert zum Thema Core Web Vitals. Nicht nur, dass es am Desktop jetzt ausgerollt wird, sondern auch, dass es wohl neue Core Web Vitals geben wird.
Es war von Anfang an klar, dass sie nach und nach auch vielleicht neue Core Web Vitals hinzufügen würden oder wollten. Und das tun sie jetzt offenbar, zumindest mal im Test. Aktuell gibt es zwei neue Kandidaten. Einmal Responsiveness. Das ist die komplette Dauer eines Events von der initialen Nutzereingabe, bis das Event quasi vollkommen ausgerollt ist. Ja, die haben ja bisher den First Input Delay. Du klickst auf den Button, wie lange dauert es, bis was passiert. Responsiveness heißt eben, bis es abgeschlossen ist, bis das, was danach kommt, eben fertig geladen ist. Wie lange dauert das dann? Und sie haben die Smoothness. Das ist dann wie fließend laufen Bewegungen auf der Webseite ab oder auch der Ladevorgang oder beim Scrollen zum Beispiel. Wie fließend läuft das so ab? Das wird jetzt offenbar gerade getestet. Google wünscht sich auch Feedback der Leute. Wenn du dazu Einfluss nehmen willst darauf, kannst du auch an Google direkt Feedback eingeben. Und vielleicht werden dann diese beiden Faktoren bald die zwei neuen Core Web Vitals. Auch Twitter ist sehr aktiv gerade, was Testen von neuen Funktionen angeht. Fast jede Woche gibt es ja eine neue News, die da kommt mit neuen Funktionen. Neu ist zum Beispiel, dass die Reaction-Emojis, die du bei DMs verschicken kannst, ein neues Design bekommen. Ja, jetzt nicht so wahnsinnig weltbewegend. Aber zum Beispiel spannend ist, dass Spaces jetzt auch aufgenommen werden können. Ähnlich wie bei Clubhouse, das auch nach und nach dann kam. Jetzt bei Twitter auch. Du kannst Spaces jetzt aufnehmen und dann auch als Posting nachher absetzen. Also ein bisschen mehr Nachhaltigkeit bei den Spaces. Die Funktion der Super-Follows, also der bezahlten Follower, sind jetzt auch bei iOS möglich. Nicht nur bei Android wie bisher. Oder es gibt eine neue Funktion, die nennt sich Leave This Conversation, dass du zum Beispiel dann eben, wenn du in einem Diskussionsthread drin bist und der dich irgendwie belastet oder stört oder so, kannst du dann draufklicken und dann bekommst du keine neuen Benachrichtigungen mehr aus diesem Thread. Und wenn du markiert wirst, wird die Markierung automatisch deaktiviert, also ein bisschen mehr ja, Pflege der geistigen Gesundheit auch bei Twitter möglich. Und der Tool-Tipp der Woche ist BuzzSumo. BuzzSumo ist ein sehr umfangreiches Social-Media-Tool mit einer Gratis-Version, die schon sehr, sehr viel hilft. Du kannst da zum Beispiel rausfinden, welcher Content im Web am meisten geshared wurde zu deinem Thema. Heißt, du gibst ein Keyword ein und siehst dann, welche Artikel da draußen wurden am meisten bei Pinterest, bei Facebook, bei Twitter und so weiter geteilt. Also gut, um auf Ideen für viralen Content zu kommen. Du kannst aber auch eine Domain da eintragen und dann siehst du direkt, welche Artikel der Domain am meisten geteilt wurden. Also sehr gut für die Analyse. BuzzSumo in der Gratis-Version. Das waren die 7 aktuellsten News dieser Woche. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da, lass einen Kommentar da, welche der News für dich am wichtigsten waren. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag um 17 Uhr wieder mit den dann nächsten 7 News der dann schon letzten 7 Tage. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.